Herzlich willkommen zu Statistik Grundlagen, Playlist 20, erstes Video und die ANOVA mit Messwiederholung. Was ist das eigentlich und was sind die Vorteile? Als Beispiel wollen wir wieder herausfinden, ob verschiedene Bio-Labels die Zahlungsbereitschaft für unsere Bürger erhöht. Wir haben drei Label zur Auswahl, nämlich einmal das Label Regional, einmal das Label Demeter und einmal das Label Bio in der Mitte. Und wir wollen jeweils testen, wirken sich die auf die Zahlungsbereitschaft aus. Bei einer normalen, einfaktoriellen ANOVA, man spricht auch von einem unabhängigen Design, habe ich drei Gruppen. Jede Gruppe kriegt einen Burger und jede Gruppe soll praktisch angeben, was sie dafür bereit wären zu zahlen. Bei der Messwiederholungs-ANOVA ist die Situation ein bisschen anders. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr drei Gruppen. Ich kann eine größere Gruppe bilden oder eben vielleicht auch effizienter sagen, ich komme mit einer Gruppe mit 10 Personen zum Beispiel aus. Und diese Gruppe durchläuft drei verschiedene Messpunkte, wie man so schön sagt, bei einem Messwiederholungsdesign. Deswegen heißt es so. Das heißt, jede dieser 10 Personen in meiner Gruppe bekommt drei verschiedene Burger gezeigt mit drei verschiedenen Labels. Und jeweils ist ein Messpunkt, ich visualisiere es mal hier durch den Eurozeichen, das heißt, bei jedem Burger mit jedem Label wird eben abgefragt, wie viel Euro wärst du bereit zu zahlen. Das hat einige Vor- und Nachteile, die ich gerne an dieser Stelle kurz besprechen möchte. Ein Vorteil oder Nachteil, den sieht man hier gleich, dass natürlich jede Person dreimal gefragt wird und jede einzelne Messung natürlich sogenannte Carry-Over-Effekte hat auf eine andere Messung. Was man macht, um das zu verhindern, ist, dass man diese einzelnen Messungen randomisiert. Das heißt, die Reihenfolge ist nicht immer gleich für alle 10 Personen, sondern ich würde das mischen und würde sagen, eine Person sieht vielleicht den Demeter-Burger zuerst und eine andere Person erstmal den Bio-Burger und so weiter. Das heißt, das idealerweise komplett randomisieren. Das heißt, so per Zufall entscheiden, welcher Burger zuerst, als zweites und als drittes gezeigt wird. Dadurch heben sich diese Lerneffekte oder Übernahmeeffekte von einer Messung auf die nächste idealerweise gegenseitig auf durch das Randomisieren. Was sind aber die Vorteile? Also das wäre jetzt ein entscheidender Nachteil von Messwiederholungsdesign. Es gibt aber auch einen entscheidenden Vorteil, den habe ich hier unten mal visualisiert, weil wir die Grundvarianz innerhalb der Person damit rausrechnen können. Was meine ich damit? Ich habe mal hier ein einfaches Beispiel gemacht. Beispielsweise haben wir bei unseren Kunden einmal die Nina, die ist Managerin, und einmal den Peter, der ist Schüler. Und das ist natürlich jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Das soll einfach nur zeigen, dass diese beiden natürlich schon mal eine grundsätzlich unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für Burger haben. Na, das heißt, hier auf der Y-Achse ist ein Euro. Das heißt, man sieht, die Nina ist grundsätzlich, alle Punkte sind höher, ist grundsätzlich bereit, mehr Geld auszugeben für Burger als der Peter, weil sie einfach ein höheres Einkommen hat. Und das ist eine sogenannte Grundvarianz, die ich habe, eben, dass sich meine einzelnen Personen unterscheiden. Und das ist ein Problem, weil wenn beispielsweise in einem unabhängigen Design die Nina hier wäre und der Peter hier, also wenn ich jetzt unterschiedliche Gruppen habe und der Peter ist in der Bio-Gruppe und die Nina in der regionalen Gruppe, dann würde die Nina ja eine höhere Zahlungsbereitschaft angeben als der Peter. Und es hätte aber eigentlich gar nichts zu tun mit dem Label, sondern nur damit, dass sie eben mehr verdient und mehr Geld zur Verfügung hat. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was ich habe, wenn ich ein unabhängiges Design habe, was ich eliminieren kann in einem Messwiederholungsdesign. Weil in einem Messwiederholungsdesign habe ich die Nina hier, aber ich habe sie auch hier und ich habe sie auch hier, wie man unten sieht, und ich habe auch den Peter in allen drei Messpunkten. Und das Schöne daran, und das werden wir nachher sehen, wenn wir die Funktionsweise der Messwiederholungs-ANOVA besprechen, dann sehe ich, dass das Besondere an der Messwiederholungs-ANOVA ist, dass ich diese Varianz zwischen den Teilnehmern praktisch rausrechnen kann und ich mir nur noch die einzelne Varianz, die tatsächlich durch die Variation des Labels entsteht, betrachten kann. Also das sind die Schwankungen der einzelnen Personen, unabhängig davon von ihrer Grundzahlungsbereitschaft für Burger hier in diesem Beispiel. Und das macht die Messwiederholungs-ANOVA eben sensitiver. Und da sind wir jetzt bei diesen Vor- und Nachteilen. Also ein großer Vorteil dadurch ist, dass sie eben sensitiver ist. Ich kann mit einer kleineren Stichprobe bereits belastbare, also signifikante Aussagen treffen, weil ich die Grundvarianz, also die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Teilnehmern meiner Studie eben damit rausrechnen kann. Ein Nachteil, haben wir vorhin gesehen,
ist natürlich das Thema Carry-Over-Effekte. Das heißt, jede Messung hat natürlich einen gewissen Einfluss auf eine andere Messung. Die Messungen sind nicht mehr unabhängig, sondern eben abhängig, heißt ja auch abhängiges Design. Das kann ich ein Stück weit mitigieren, also abschwächen diesen Nachteil, indem ich die Versuchsbedingungen randomisiere, aber es bleibt natürlich ein gewisser Nachteil. Am Ende ist das ein Thema der Versuchsplanung, das Sie eben abwägen müssen. Hier in der statistischen Betrachtung werden wir jetzt einfach nur darauf eingehen, wie kann ich denn jetzt, wenn ich ein Messwiederholungsdesign gemacht habe, eben Personen zu mehreren Zeitpunkten befragt habe, zu unterschiedlichen Dingen, wie kann ich jetzt hiermit weiterrechnen und welche Voraussetzungen wird es dafür geben? Dazu dann gleich mehr in den weiteren Playlists.